Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihnen und euch allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir miteinander feiern können. Der Spruch zum Tage, zu diesem Wochenende aus dem Matthäusevangelium: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und nun lasst uns miteinander singen: Ich lobe meinen Gott, auf dem Liedblatt das erste Lied. Wir beten miteinander. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Du barmherzig. Du barmherziger, treuer Gott, wir danken dir für deine Liebe, die uns zu dir ruft, die uns aufatmen und glauben und hoffen lässt. Wir bitten dich, sei in diesem Gottesdienst bei uns, erfülle unsere Herzen mit deiner Hoffnung. Amen. In der Stille beten wir zu Gott. Wir danken dir, dass du uns hörst. Amen. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sagte seinem Knecht aus der Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Komm, denn ist alles vorbereitet. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen.
Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach: Ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Nordost, Stadtbahn 03. Bis hierher höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Ganz ehrlich, wer hat gerade von euch mitgesungen oder mitgebrummt oder zumindest so mitgesummt in irgendeiner Weise? Ich glaube, es gibt nur wenig deutschsprachige Songs, die so über die Generationen hinweg bekannt sind. Wären wir mit euch auf Freizeit gewesen, hätten wir es mit Sicherheit auch am Abend gesungen. Diejenigen, die ältere Geschwister haben, wissen das. Das gehört einfach bei den Jungen und bei den Alten dazu. Und es ist auch eines der wenigen Lieder, von denen wir ausnahmsweise mal nicht nur die ersten paar Worte kennen oder vielleicht noch den Kehrvers, wenn es drauf ankommt, sondern doch die meisten Strophen. Dieses Lied von Reinhard May über den Wolken. Voller Sehnsucht besingt Reinhard May den Traum vom Fliegen, einfach mal weg zu sein, über den Dingen zu schweben, vielleicht auch aus dem Alltag auszubrechen, an den Ort der Träume zu gelangen. Vielleicht hegen wir ja in diesem Jahr noch einen größeren Wunsch,
nach dem Ausbruch aus der heimatlichen Enge, die zumindest für uns hier auf der Ostalb ja meistens gar nicht so ganz eng ist, nach diesen langen Corona-Monaten. Und ich gestehe, ich fand es reichlich skurril, als mir irgendwie Ende März klar wurde, als ich zu meinem ersten Impftermin nach Rot ins Impfzentrum gefahren bin, dass ich zu diesem Zeitpunkt über 6 Monate mich immer nur zwischen Essingen, Aalen und Oberkochen bewegt habe. 6 Monate, wenn mir früher das mal jemand gesagt hätte, dass ich 6 Monate nicht die Grenzen dieses ganz kleinen Gebiets überschreite, ich auch gedacht, das ist ja komisch. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Der Traum vom Fliegen ist so alt, wie wir Menschen sind. Schon die alten Griechen erzählten die Sage von König Daedalus und seinem Sohn Ikarus, die einst von König Minos in seinem sagenumwobenen Labyrinth eingesperrt wurden und das Fliegen als einzige Fluchtmöglichkeit von der Insel Kreta sahen und sich daraufhin Flügel aus Federn bauten. Doch weil Ikarus zu nah an die Sonne flog, schmolz das Wachs. Die Federn fingen an zu brennen. Ikarus stürzte ins Meer. Da drang. Fliegen ist nicht nur populär. Trotz aller Kritik aus Umweltschutzgründen. Sondern Fliegen öffnet auch neue Horizonte. Ganz wortwörtlich. Sehr eindrücklich ist mir noch ein Flug vor ein paar Jahren, als ich mal in den frühen Morgenstunden über die Alpen geflogen bin. Und dann tauchte plötzlich das Matterhorn im gleißenden Sonnenlicht auf. Es sah aus wie so ein Kabul-Katalog, also wirklich perfekt ausgeleuchtet. Oder bei einem anderen Flug, als ich mal über das Autobahnkreuz Feuchtwangen geflogen bin und dann sah man einen langen Stau auf der A6. Das hat mich gerade gar nicht gestört. Reinhard May träumt vom Abheben, vom Rauskommen, vom Fliegen. Gerade habt ihr eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium gelesen, in der es zwar nicht um das Verreisen ging, aber um eine Einladung, die ausgesprochen wurde, um das Hinkommen, um eine gemeinsame Feier. Also eigentlich etwas, was uns in diesem Jahr auch sehr geprägt hat und heute für euch bei eurer Konfirmationsfeier noch viel mehr. Doch erstaunlicherweise sorgt die Einladung zu der Feier gar nicht für Begeisterungsstürme, kein Aufatmen, dass man sich endlich mal wieder treffen kann, vielleicht mit 3G-Regeln, aber doch überhaupt. Stattdessen Absagen, einer nach dem anderen. Das sind zwar ja gar keine unplausiblen Begründungen, aber den 3 Leuten fehlt einfach die Sehnsucht, von der Reinhard May zu singen musste. Sie sehen für sich nur das Naheliegende, das Offensichtliche. Muss halt jetzt gerade erledigt werden. Aber dabei kommt nichts auf. Keine Wünsche, keine Träume. Dass sich nicht alle Träume sofort erfüllen lassen, davon singt ja Reinhard May in seinem Lied auch. Nicht Sonne, Sand und Meer, sondern Regen, Grau, wie in den letzten Tagen oft auch bei uns. Ich sehe ihr noch lange nach, sehe sie die Wolken erklingen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Liebe Konfirmanden, ihr werdet heute konfirmiert. Doch keiner von uns, egal wie jung oder alt wir sind, hat wohl so ein komisches Jahr erlebt, wie wir gemeinsam seit diesem letzten Herbst. Als wir uns vor den Pfingstferien trafen, da erzählten einige von euch, dass ihr in den letzten Monaten den Wert von Freundschaft neu kennengelernt habt, dass Familie wichtiger wurde, ja auch, dass man neu Vertrauen gelernt hat. Eingeladen von Gott, das seid ihr nicht nur jetzt und heute, sondern euer ganzes Leben lang. Da mag zwar manchmal das Naheliegende wichtiger erscheinen, doch wie bei Reinhard May gilt es, die Sehnsucht zu spüren, sich von ihr packen zu lassen und dann abzuheben oder zum großen Fest des Glaubens zu kommen. Amen. Lasst uns miteinander singen, welch ein Freund ist unser Jesus, auf dem Liedblatt alle 3 Strophen. Thank you.
Guter Gott, du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonderheit. Darauf wollen wir vertrauen und kommen zu dir im Gebet mit allem, was uns heute bewegt. Wir bitten dich, schenke uns den Geist der Kraft. Kraft für unsere Eltern, wenn Beruf und Familie sie müde machen. Kraft für uns Jugendliche, wenn das Leben und die wenigen Kontakte, die wir haben können, anstrengend werden. Kraft für alle, die am Leben zu verzweifeln drohen. Kraft für Menschen, die große Verantwortung tragen in der Wirtschaft, der Politik oder der Medizin. Kraft für alle, die ihr Leben für andere einsetzen. Wir bitten dich, schenke uns den Geist der Liebe. Liebe zwischen Kindern und Eltern. Liebe unter Geschwistern und Freunden. Nächstenliebe. Auch gegenüber fremden und unbekannten Menschen aus anderen Kulturen und Religionen. Nächstenliebe. Zu allen Menschen, die Hilfe brauchen, wenn sie alleine nicht mit dem Leben fertig werden. Liebe zu dir, unserem Schöpfer und unserem Begleiter. Wir bitten dich, schenke uns den Geist der Besonnenheit. Besonnenheit für allzu anspruchsvolle und fordernde Eltern. Besonnenheit für allzu übermütige und selbstsichere Kinder. Besonnenheit, wo Diplomatie gefragt ist, bei Streitigkeiten im privaten, öffentlichen und politischen Bereich. Besonnenheit, wenn Menschen anders sind als wir. Besonnenheit, damit wir unsere eigenen Grenzen erkennen. Guter Gott, du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Rüste uns Essinger und Lauterburger Konfirmanden, die in diesen Wochen Konfirmation feiern, mit deinen guten Gaben aus. Begleite und beschütze uns auf unserem weiteren Weg. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht unter dem Segen Gottes in diesen Tag, geht mit dem Segen Gottes in die Zeit, die vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.